Nein, Marvin, mein Programm! Der Lukas eine nagelneue Playstation hier platziert. Die ganz neue. Hey! Wow! Er wird so sauer sein. Oh mein Gott. Let's go, Digga. Bereit? Ja. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und zwar gibt es heute wieder ein richtig krasses und lustiges Video, denn ich habe heute 200 Pranks vorbereitet, mit denen ich Marvin heute komplett auseinandernehmen werde. Also die komplett totale Zerstörung. Ihr seht schon, wir sind hier auch schon vor McDonald's, Leute, denn wir treffen uns gleich hier. Und dann, also Marvin weiß davon gar nichts, ich habe ihm gesagt, wir werden einen coolen Tag verbringen. Aber Leute, schon die erste Sache wird komplett ehrenlos. Und zwar habe ich auf jeden Fall das hier besorgt. Das hier ist Sprühkreide, die aber abwaschbar ist. Ganz wichtig, Leute, das weiß er natürlich aber nicht. Und zwar werde ich jetzt einfach mal, wenn er gleich hier reingefahren kommt, ich bin extra ein bisschen früher da, er kommt dann hier gleich reingefahren. Ich sage so, yo Marvin, was geht und so. Und dann werde ich einfach komplett seinen Wagen voll sprühen, Leute. Er wird so denken, Digga, sein Wagen ist jetzt kaputt, er muss den neu holen und so. Richtig krank, das Video. Lasst einen fetten Like, dann kostenloses Abo, Leute. Und ich habe schon ganz, ganz viele andere richtig krasse Sachen auch besorgt, Leute. Unter anderem habe ich auch heimlich, Leute, schon seine Playstation, ne, mit dabei hier auf jeden Fall. Die habe ich auf jeden Fall schon besorgt. Ich habe einen Zauberstab, der Feuer spucken kann. Ich habe alles Mögliche dabei, Leute. Es wird auf jeden Fall komplett krank. Let's go, wir warten jetzt mal heimlich, bis Marvin kommt. So, Leute, ich habe mich jetzt hier versteckt auf jeden Fall. Und jetzt warten wir auf jeden Fall, bis Marvin hier reingefahren kommt. Oh mein Gott, Leute, da kommt Marvin! Alter Marvin! Zack, ich so ein Prime. Was geht? Lukas kommt mit dem Lambo vorbei. Was geht, Marvin? Moin, moin. Ey, hast du Bock auf einen geilen Tag heute? Ja, was machst du eigentlich hier? Ey, Bro, ich bin schon ein bisschen früher da. Und ey, ich würde mal sagen, warte mal, siehst du es da hinten? Was denn? Ja. Ja. Ich sehe ihn noch nicht. Das ist ein Vogel, weißt du? Ja, warte, ich guck mal. Hahaha. Junge, let's go, Marvin! Digga! Das hast du nochmal für den letzten Prank bekommen, wo du meine PS5 zerstört hast, Digga! Hallo, hör auf jetzt, Mann! Ich warte, ich komm, ich bin sexy! Nicht so auf dich, Mann! Ja, kannst jetzt neu kaufen, deinen Wagen! So ein Ding ist das, Leute. Oh mein Gott, der ist, glaube ich, richtig sauer. Aber das hat er auch verdient, Leute. Ich würde sagen, vielleicht soll er mal selbst herausfinden, dass das abwaschbare Farbe ist, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich es ihm schon sagen will, Leute. Digga, wo fährt denn der da hin? Okay, Leute, lass mal schnell zu ihm. Weißt du nicht, was der vorhat? Let's go. So, Marvin. Was geht? Digga, tickst du nicht richtig? Ja, Bro. Das ist einmal zur Lackierung. Was ist das? Einmal zur Lackierung und dann, ist das wieder weg, ey. Digga, du hast das nicht in Spraydose. Ich bin richtig sauer auf diesen Spritz von Lukas. Digga, ich bin auch total eingesprüht. Bro, das kannst du einfach wegwischen. Komm, ich war nicht so böse gemeint, Bro. Ich hol dir Zebra, kannst du wegwischen, ne? So, Marvin. Nee. Und mein Auto wegwischen hier. Ey, warte. Chill mal, das ist abwaschbar. Nee, bin ich sauer. Ey, Bro, das ist abwaschbar. Kannst du mit Wasser wegmachen und mit Tuch, Digga? Nee. Was? Nee. Guck mal, jetzt mach das. Ey, nee, hey. Also, chill. Warte, erstmal, guck mal, erstmal, weißt du was hier? Ey, Digga! Hey! So, Bro! Was hast du jetzt davon? Bro, was? Ey, du hast mir eine Schramme da reingemacht, Digga, mein Auto, bist du verrückt oder was? Du hast mein Auto angesprüht! Digga, das kann man doch gar nicht vergleichen, Digga, das krieg ich nie wieder weg! Ey, Bro, guck dir das mal an, Alter! Ja, selber schuld! Was hast du jetzt davon? Digga, und du hast da einen Kratzer reingemacht! Bist du geisteskrank oder was, Digga? Nee, das fahr ich nicht. Das war der vorne, der eine. Digga, da geh ich mal raus, der Kratzer. Ja, und? Ist nicht meine Schuld. Digga, ich komm hierher, ich will mit dir schön feiern. Schön auf entspannt. Digga, komm in Burger-Pommes-Song angefahren, weil ist geil und du sprühst mein Auto einfach direkt an. Weißt du was, Mann? Lass uns einfach das vergessen. Wir gehen jetzt mal rein, Burger-Pommes fetzen. Ja. Leute, da werde ich ihn komplett auseinandernehmen. Ich habe nämlich den nächsten Prank vorbereitet. Lukas, bin sauer, immer noch auf dich. Ja, so, Marvin. Was? Hier. Guck mal, ich habe extra Tücher für dich dabei. Siehst du, geht alles weg. Digga, und du beschwerst dich hier, Alter. Und jetzt habe ich wegen dir einen Schramm in meinem Auto. Ist ey, kaputt weißt, jetzt. Weißt du was, Lukas? Ich kaufe dir gleich einen neuen. Ja, okay. Dann ist okay für ist mich. Okay? Ja, wenn ich ein neues, ich kaufe dir ein ganz neues. Ja, okay. Wir fahren gleich zu Omi, ich hol dir einen neuen Wagen da. Können wir machen so, ja. Guck, siehst du, es geht alles ja, weg, ich Digga. Ich kaufe dir ein neues Auto, okay? Ja. So, Leute, jetzt lass mal reingehen, Burger Pommes fetzen, ne? Oh, Leute. Aber was Marvin noch nicht weiß, ich werde einfach mal in seinen Burger heimlich diese Vogelspinne reinmachen. Das ist eine echte Spinne zum Essen aus Thailand, Bro. Und damit wieder gar nicht rechnen, Leute. Let's go.
So, Marvin, jetzt fährt's mal richtig, ne? Schon jetzt erstmal richtig schön Burger Pommes hier. Ja, gönn dir mal. Let's go, Lukas. Ja. 6 Burger für jeden 3. 6 Cheesies. Zum Frühstück, ne? Ja, safe, Leute. Weil McDonald's geht so jederzeit. Ja, wir brauchen auch 5 davon, weil eine Portion Pommes, ein Burger, ne? Richtig, genau. So, let's go, Lukas. Schere, Stein, Papier. Digga, du zahlst. Bro, was für Brunnen gibt's nicht? Natürlich gibt's Brunnen, Leute. Schreibt's in die Kommentare. Okay. Wie kann es so saftig und knusprig sein? Boah, du warst richtig gut. Digga, wo ist eigentlich meine Barbecue-Soße, die ich noch bestellt hatte? Was denn? Lol. Ey, Marvin. Ja? Ganz kurz, kannst du mal bitte noch mal kurz nachfragen mit der Barbecue-Soße? Das war richtig korrekt, Mann. Mann, ja. Weil, weißt du, mein Knie und so aufstehen? Ja. Okay, korrekt. Ey, du bist der Beste, Marvin. Ey, let's go, ich hab Marvin wegbekommen, Leute. Jetzt habe ich hier diese Tarantula. Die werde ich heimlich auf seinen Burger Pommes draufpacken. Digga, da wird richtig, richtig ausrasten. Der findet Spinnen nämlich richtig ekelig, Leute. So, ich würde sagen, let's go. Ihr seht schon, das ist original zu. Bro, schaut euch mal diese Vogelspinne an, Digga. Und die machen jetzt auch seinen Burger Pommes drauf, Leute. So, Leute, dieser Zettel muss jetzt nochmal raus. Und jetzt haben wir hier, wie gesagt, die Vogelspinne drin, Leute. So, ich würde sagen, Leute, ich mache jetzt ganz schnell noch seinen Burger eben. Der wird so sauer sein. Oh mein Gott, Leute, schau mal. Hier ist jetzt einfach die Vogelspinne drauf. Hier sind noch so ein paar Beinchen. Jetzt hauen wir nochmal hier den Burger Pommes zu. So, Leute. Oh mein Gott, Digga, let's go. Ey, Lukas, die haben wir. Du hast überhaupt gar keine bestellt gehabt. Wirklich nicht? Nee. Ach so, Mann, hab ich's echt vergessen. So, Marvin. Ja. Jetzt lass mal richtig fett Burger Pommes wegfetzen, ne? Let's go. Let's go, Digga. Bist du bereit? Ja. Boah, Digga, hör mal! Boah, ist voll lecker, ne? Ey, Bro, was ist los? Bro, was ist los, Bro? Was ist da drinnen gewesen? Keine Ahnung, Bro, Burger Pommes. Digga! Ich hab dich richtig fett hops genommen, Digga, das ist eine Vogelspinne gewesen. Ey, mir geht's gar nicht gut. Geht's dir nicht gut? Aber die ist nicht giftig, Bro. Was hast du da reingemacht? Ey, was hat mein Hals reingestochen? Das ist eine frittierte Vogelspinne. Ey, was hat mein Hals reingestochen? Oh, was hast du gemacht, Lukas? Ey, was hat mein Hals gestochen? Digga, ist nur eine Spinne, Bro. Digga, ich bin nicht sauer auf dich, Mann! Jetzt geh weg, Mann! Lass dich Ruhe! Sag jetzt mal, was ich mit dir mache! Du hast gesagt, wir essen schön Burger Pommes! Ja, Bro, entspann dich mal jetzt. Ich hasse dich, Mann! Scheiße, jetzt alleine essen! Ja. Wir sind keine Freunde mehr! Tschüss! Oha, übertreib mal. Ja, ich bin so sauer auf Lukas, Leute. Ich bin halb gestorben, sage ich euch. Mein ganzer Hals tut alles weh. Ich höre jetzt am Mini Bucati. Und dann hau ich den Elbow runter. Ich bin so wütend, ey. Wir sehen uns gleich, wenn ich bei ihm zu Hause bin. Ey, Leute, Digga, der ist so ausgerastet. Schaut mal. Digga. Das war halt auch wirklich so ehrenlos. Aber let's go, es hat richtig gut geklappt, Leute. Mal schauen, was ich als nächstes an ihn machen werde als Prank, Leute. Let's go. So, Leute, ich habe jetzt den Bugatti aus Lukas seinem Auto, aus Lukas seiner Wohnung geklaut. Ich nehme den jetzt, ich mache den jetzt in mein Auto rein. Und dann werde ich das Ding erstmal richtig vom Parkhaus runterballern. Ich bin richtig sauer auf den. Hat er jetzt Pech gehabt, die scheiß Karre hier. Ey, Leute, Marvin ist eben ja im McDonald's abgehauen. Und der hat mir jetzt so einen Ort geschickt, wo ich hinkommen soll. Und, Digga, ich habe ein ganz blödes Gefühl. Weil das ist dieses Parkhausdach, wo er schon mal mein Mini-Lambo zerstört hat. Und Digga, ey, mein Herz schlägt schon richtig schnell. Ich habe gar keinen Bock, dass der jetzt schon wieder irgendwas da macht, Leute. Aber ich bin jetzt sofort losgefahren nach McDonald's, direkt dahin. Ich schau mal, was da eben jetzt abgeht. So, Leute, ich bin jetzt hier am Parkdeck angekommen. Ich habe Lukas gerade schon angerufen. Der soll immer herkommen. Ich lade jetzt den Bugatti aus. Und dann gehe ich mit dem Ding hoch und dann klopfe ich den da von ganz oben runter, wenn er da ist. Ich bin richtig sauer auf den, Digga. Das mit dem Essen, das ging zu weit. So, Leute, ich bin jetzt hier bei Marvins Auto. Digga, oh mein Gott, stell mich jetzt einfach mal kurz daneben. Ist der da drin, Leute? Hä? Digga, da ist er nicht mal drin. Bro, wo ist denn der, Alter? Ey, Leute, irgendwie habe ich ein ganz blödes Gefühl, dass der auf dem Dach ist. Ich würde sagen, ich gehe da mal ganz schnell hin, Leute. Let's go. So, Leute, ich bin jetzt hier angekommen im Parkhausdeck. Ich klopfe das Ding dann leicht da runter. So, Leute, ich frage mich echt die ganze Zeit, wo der ist, Alter. Ich sehe den irgendwie die ganze Zeit gar nicht, Leute. Wir sind jetzt hier auf dem Dach, Leute. Ey, Marvin! Ey, warte mal, was machst du da? Was machst du da, Digga? Das ist mein Mini-Bugatti, Digga! Ja, ey, chill. Okay, Lukas, was machst du mit dem? Was machst du mit dem? Nix, ich halte nur. Bro, was machst du mit dem Mini-Bugatti? Nix. Ey, Bro, nicht runterwerfen. Ey, nicht runterwerfen, Marvin! Bitte! Schön mal, Lukas. Bitte, das ist mein Mini-Bugatti, Digga. Ja. Bro, weißt du, wie hoch das ist? So, Lukas. Ey, nein! Nein! Marvin, mein Bugatti! Nein! Ja. Und jetzt komplett kaputt, Marvin! Riech sauer auf dich!
Digga, Digga, du hast total übertrieben. Alter, guck dir den mal an, wie der steht. Leute. Ja. Ich sag dir, Marvin, guck mal, Bruder, ich hab dir eine Spinne in Cheeseburger gemacht, Digga. Hier, hier. Ich hab deinen Wagen vollgespült. Mein Hals. Bro, und du übertreibst komplett und machst noch einen 1000 Euro Bugatti kaputt. Nee, das hast du davon, weißt du? Ich meine, du bist auch selber schuld. Digga, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Schau mal ab jetzt hier, ja, ey. Tschüss, Lukas. Alter, Leute, jetzt werde ich ihm richtig heimzahlen jetzt. Vergesst, du musst deinen Wagen jetzt noch aufheben, ne? Ja. Natürlich, Leute, räumen es jetzt weg. Keine Frage. Let's go. So, Leute, ich bin einfach noch richtig sauer auf Marvin. Der hat mein Mini-Bugatti zerstört, Leute. Und ich weiß, dass Marvin hier zum Automobilzentrum Rhein-Neckar gefahren ist. Weil, Leute, Omid hat mich eben angerufen, hat mich gefragt, ob ich auch mitkomme. Und deswegen, Leute, werde ich jetzt hier erstmal zu Penny kurz gehen. Und ich werde hier ein paar richtig krasse Sachen holen, um ihn richtig fett zu pranken. Es wird so ehrenlos. Let's go. So, Leute, das Erste, was ich jetzt auf jeden Fall hier einmal hole, ist Ketchup. So, Leute. Und zwar wird das quasi Blut imitieren und ich werde gleich mir noch so ein mäßig so einen Verband holen, damit ich Marvin erstmal richtig fett pranken kann, Leute, dass ich mich so verletzt habe und so weiter. Das wird richtig krass. Aber erstmal brauche ich noch Verband und ich wollte noch Frischhaltefolie holen, weil damit kann man einen auch richtig gut pranken. So, Leute, und zwar haben wir hier einmal Frischhaltefolie. Das werde ich so aufhängen an der Tür, dass Marvin einfach da gar nichts sieht, Leute, und da voll dagegen rennt und richtig verwirrt ist und sich wehtut natürlich auch ein bisschen. Und jetzt holen wir nur noch so einen Verband oder so, Leute. So, Leute, ich nehme jetzt hier noch solche Küchentücher. Und zwar werde ich mir die quasi so an den Kopf halten, die mit Ketchup voll machen. Also Verband habe ich da nicht gefunden. Und dann denkt Marvin halt, dass ich voll am Bluten bin, Leute. Boah, Leute, ich habe eine richtig gute Idee. Ich hole jetzt hier noch so Waschmittel. Dann werde ich das sozusagen heimlich so ausgießen. Und dann wird Marvin bestimmt richtig fett ausrutschen da drauf. Let's go. So, Leute, und zwar habe ich jetzt hier die Frischhaltefolie. Und ich weiß jetzt nicht, wo Marvin ist. Entweder in dem Gebäude bei Omid hier ist er oder in dem. Und ich würde sagen, ich guck mal jetzt hier heimlich. Ich glaube, also Marvin mag ja so SUVs, Leute, also so Geländewagen mehr, ne? Und deswegen, ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier gucken, Leute. Da hinten sind ganz viele G-Klassen. Es kann auf jeden Fall gut sein, dass er sich für eine davon interessieren wird, Leute. Deswegen gehen wir jetzt mal hier zu einer G-Klasse und tun die mal so ein bisschen präparieren, Leute. Und ich werde ihn dann gleich, wenn ich ihn sehe, werde ich mich so ein bisschen entschuldigen und werde ihn dann zu einer G-Klasse locken. Und dann hoffentlich rennt er komplett gegen diese Folie, Leute. Boah, was meint ihr, Leute? Weiß, dieses Bronze ist, glaube ich, ganz geil, Leute. Ich glaube, das würde ihm gefallen sogar. Und ich würde sagen, wir machen hier mal auf, Leute. Schau mal, da ist sogar so ein Diamant drauf. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. Schau mal, die wird ihm bestimmt sehr, sehr gut gefallen. Jetzt machen wir erstmal hier die Frischhaltefolie auf, Leute. Let's go. So, Leute, ich habe es jetzt vorbereitet. Also, es kann schon sein, dass er es auf jeden Fall erkennt. Ist jetzt nicht ultra gut, aber ich werde versuchen, ihn ein bisschen abzulenken und voll zu quasseln, dass er das nicht so merkt. Bis gleich. Hey Marvin! Bro, ich weiß doch, wo du immer hingehst, wenn dir langweilig ist. Ich hab dir gesagt, dass du zum Schulhaus nicht mehr von dir sehen. Ja, Bro, übertreib mal nicht. Du hast eben mein Mini-Bugatti vom Dach geworfen. Ja, und? Ich wollte, dass ich richtig sauer bin. Ja. Ich will mir ein neues Auto kaufen, das hier. Ja, achso, das hier? Ja. Guck dir erstmal das an. Wie findest du den so? Weißer G-Klasse? Nein, das Problem ist, ich hab gesagt, ich krieg hier, wenn ich den nehme, weil er eine spezielle Farbe hat und so und weil er mich gerne mag, krieg ich den billiger. Echt jetzt? Ja, ja. Boah, lass mich mal kurz vor. Was denn? Ey, also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, der ist ein bisschen zu krass für dich, Marvin. Ich bin ehrlich mit dir. Nee, komm. Setz dich mal rein hier. Ja, komm. Ja. Digga, ich sag dir ehrlich, das ist eins der schönsten Autos, die ich kenne. Ja. Vor allem dieser Einstieg ist einfach so rein, weißt du? Digga, was ist das denn hier? Bro, hast du das? Digga, hast du nicht gesehen? Nee, ich hab dich doch angeguckt. Junge. Es geht alles zu weit mit dir hier. Digga, ey. Ich hab's schon vorbereitet. Ich wusste, dass der dir am meisten gefällt. Digga, was klebst du ja. Da ist Auto rein? Ja, stimmt. Kauf den jetzt. Ey, ich geh auch gleich aufs Dach hoch, Marvin. Weil ich will mal von du gehst nicht auf meine G-Klasse ins Dach rein. Doch, ich will gleich mal gucken, weißt du, wie es da... Weißt du, was ich mache? Was? Ich mich beschweren, ich sag dir das jetzt. Ach so, ja, okay. Du kletterst da nicht hoch. Ja, okay, ich geh trotzdem schnell. Nein, Lukas, nein. Ja, okay, mach ich nicht. Nee. So, let's go, Leute, ich geh jetzt aufs Dach. Runter, fahr mal neuen Auto, Mann. Ja, okay. Wer reicht jetzt mit dir? Ja, okay, ich hör auf, alles gut. Ich hol ihn jetzt, ich schmeiß ihn jetzt auf. Ja, okay. So, Leute, und jetzt kommt der Blutprank. Vertraut mir. Let's go, bis gleich. Okay, Leute, es ist Zeit für Teil 2. Ihr seht schon, ich habe die Sachen am Start. Und ey, Marvin wird bestimmt denken, ich bin jetzt hochgeklettert und irgendwie runtergefallen. Leute, das wird so heftig. Also der ist gerade noch unterwegs, sich beschweren. Ich setze mich da jetzt so mäßig auf den Boden und tue alles vorbereiten. So, Leute, Marvin müsste jetzt jeden Moment kommen, denke ich mal wieder. Und Leute, ich habe jetzt hier alles vorbereitet und werde jetzt so sitzen. So. Was ist denn da passiert? Ey, Digga, du bist voll am Bluten, oh mein Gott! Ey, Junge, Marvin, ich bin vom Dach runtergefallen, Mann. Oh mein
Gott, ey, Bro, mein ganzes Blut, Mann, Bro. Oh mein Gott. Oh, ich bin voll aufs Gesicht geflogen, Mann. Oh nein, Mann. Komm, ich helf dir mal hoch, komm mal her. Ja, Bro, helf mir mal bitte. Scheiße. Oh, mir geht's gar nicht gut, oh. Digga. Komm mal schnell hoch, ganz vorsichtig. Warte, hier, nimm erstmal ein paar Tücher, warte, komm mal her. Ey, kannst du mir mal Blut wegwischen ein bisschen? Ja, warte, ich komm gleich mal weg. Bro, das ist mir richtig. Willst du mich verarschen? Bro, das war Ketchup! Digga, du bist so ein Arsch! Junge, so ein Ding ist das! Digga, da mach mir überhaupt keinen Witz, du weißt was. Ja, guck mal, das ist sogar die Ketchup-Flasche. Ey, willst du mich verarschen? Ja, Digga, was denn? Digga, das du hast komplett übertrieben, Marvin. Das ist überhaupt nicht lustig, sowas. Guck mal, du hättest dich ja richtig verletzen können und alles. Ja, ja, das stimmt natürlich. Ja. Ja, Marvin, ich geh mal wieder, ne? Weißt du was? Was? Mir reicht's mit dir. Ich geh jetzt für immer. Für immer? Ja, für immer. Digga, ich habe mir Sorgen um dich gemacht und du machst das einfach so. Fickst es lustig. Da hätte sonst was passieren können, wenn du mich so verarscht. Ja. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Ja, ich weiß, Marvin. Ja. Okay. Hau ab, Luca. Ja. Blöd, Marvin. Ey, Leute, Marvin weiß gar nicht, dass ich einen AirTag an seinem Auto befestigt habe. Ich weiß immer, wo der ist. Ich werde ihn einfach verfolgen. Let's go. So, Leute, schaut mal. Ich habe Marvin einfach mit dem AirTag verfolgt. Das weiß er gar nicht. Er ist jetzt hier bei Smith Toys. Ich würde sagen, wir verfolgen ihn jetzt mal und werden ihn richtig fett pranken, Leute. Und zwar, ich habe eine richtig gute Idee, Leute. Ich werde ihn einmal mit verschiedenen so Bällen oder so abschießen. Irgendwas so Lustiges auf jeden Fall machen, wo er sich richtig erschrecken wird, Leute. Da hinten läuft er. Okay, Leute, let's go. Haha! Let's go, Marvin. So ein Ding ist das. Ey, Marvin, hast du Bock? Machen wir mal Basketball-Duell hier? Nein, das darf man nicht. Doch, darf man. Guck mal, wenn der es zuerst schafft, von hier zu treffen, kriegt 50 Euro. Ne, sagen wir 500. Okay, komm. 500 Euro. Fang mal an hier. Du hast den ersten Wurf. Ah, okay. Let's go. Alter, Digga, ich wusste, weißt du, was ich eigentlich machen wollte? Was denn? Ich wollte dir aus deiner Hand hauen. Ach so. Ja. Ah. Aua, Alter. Hör mal auf hier. Basketball ist, Digga, der ist viel zu hart, Mann. Ey, richtig schlecht, Marvin. Schau mal. Und ist er drin. Ja, 500 Euro. Ja, okay, kriegst du auch PayPal. Ach so, ja. So, Leute, jetzt bringe ich mal Lukas. Und was ich jetzt mache, ich habe jetzt eine Idee. Hey, Junge. Jetzt pack den Ball weg. Können wir hören jetzt auf. Ja, ja, lass mal weitermachen jetzt hier. Ey, Leute, ich werde mich dafür richtig rechnen, sage ich euch. Ich muss mal gucken, was ich hier als nächstes mal mir heraussuche. Let's go. So, Leute, Marvin fährt hier gerade mit dem Roller rum. Ey, wenn er jetzt gleich zu mir kommt, ich werde ihm einfach Fuß stellen, Leute, dass er hinfliegt. Ey, Marvin, Alter, krasser Roller, ne? Ja, finde ich auch. Wow! Ey, Bro. Alter, alles gut, Marvin? Ich glaube, du bist hingefallen, bist ausgerutscht da irgendwo, ne? Lukas. Was denn? Ich habe richtig getan. Oh nein, wirklich jetzt? Ey, Bro, es tut mir leid, Mann. Ey, wir sollen ins Krankenhaus. Ey, Marvin, alles gut? Digga, wie ist denn das passiert? Digga, ich weiß, da lag irgendwas auf dem Boden. Mein Bein gestellt. Nee, tut alles weh. Ja, Mann. Oh, ja. Okay, ja, lass mal raus. Sag mal ehrlich, hast du mir einen Ball gestellt? Nee. So, Lukas. Ey, Marvin, ich hab Angst, kann ich jetzt endlich die Augen aufmachen? Digga, du hast mich komplett hops genommen heute, ne? Ja. Deswegen habe ich jetzt eine Idee für dich. Und zwar, wir sind hier beim Julius. Ihr seht jetzt gerade mal eingeblendet, Leute, kommt hier gerne vorbei. Tattoo-Studio, Junge. Ey, nein, ich mach kein Tattoo, Marvin. Ey, ich hab eine richtig geile Idee. Was? Guck mal kurz da vorne. Ja, was denn jetzt? Ich habe ein richtig geiles Tattoo für dich raus, mit so Lambo, dein Auto und so, richtig geil, weißt du? Oh, ein Lambo? Ja, dein Lambo kriegst du tätowiert. Oh, Alter, so Lambo-Logo irgendwie so hier drauf? Ja, zum Beispiel. Okay, hast du Bock? Das ist heftig, sag ich ja. Ja, okay. Und zwar, Lukas, dann würde ich sagen, komm, wir gehen mal rein. Lass mal, let's go. Boah, darf ich mal sehen? Alter, schaut mal. Ja, guck das mal an. Richtig fett hier. Oh, Alter. Mein Gott. Boah. Das ist halt unnormal. Ja, wie findest du es? Wir haben richtig krasse so Tattoos, ne? Ja. Hab ich Bock, also krieg ich ein Tattoo, ne? Ey, Lukas, ja. Wir machen es aber so. Du wirst das Tattoo jetzt gleich nicht sehen dürfen, sondern erst, wenn du dann draußen bist, ne? Das wird dann zugemacht. Wieso? Ja, ist doch geiler, weißt du, die Überraschung, weißt du? Ach so, ja. Okay. So, Lukas. Ja. Jetzt bist du bereit. Und ja. Weißt du... Darf ich jetzt schon gucken? Nee. Weißt du, wo es hinkommt? Nee. Schätz mal. Ja, bei Arm so wäre cool, oder Rücken. Nee, hier. Bauch? Auf dem Bauch. Lambo auf dem Bauch? Ja, auf dem Lambo auf dem Bauch. Boah. Ist ja richtig, da ist gar kein Burger Pommes mehr da. Ja, trainiert jetzt. Mann, ich sag dir ehrlich, das wird das Highlight vom ganzen Video. Würdest du sagen? Ja, unnormal. Ah, okay, ich bin gespannt, Marvin. Ja, ich würde sagen, ab jetzt nicht mehr gucken, ne? Ja, ich gucke nicht, alles gut. Ja, so Leute, ich gucke mal hier. Boah, jetzt, das ist das Tattoo. Das wird das Motiv sein. Boah,
Das ist krass. Wow. Das ist richtig geil. Ist gut geworden? Ja, total. Ja? Darf ich jetzt gucken? Nee, nee, noch nicht. Ach so. Erstmal musst du dich, jetzt musst du hinlegen. Ah, okay. Genau, jetzt müssen wir erstmal, jetzt muss erstmal richtig gestochen, jetzt ist vorgezeichnet, weißt du? Ach so, ja. Ja. So? Leute, der wird mich richtig hassen, wird er mich, sag ich euch. Gleich geht's los, Lukas. Oi, oi, oi. Oh mein Gott, jetzt wird's gestochen hier. Oh mein Gott. Okay, oh mein Gott. Oh, Lukas. Boah, es war echt, hat ein bisschen wehgetan. Das war mein erstes Tattoo, Mann. Ja, richtig geil. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, Digga. Aber ist so das Logo geworden oder das Auto? Das Auto ist richtig geil geworden. Auto? Ja, ja, Auto. Krass. Ja. Okay, nee, Mann. Noch nicht gucken. Erst wenn wir draußen sind, okay? Ach so, erst draußen? Ja, ja, wir machen es erst draußen. So. Soll ich jetzt... Okay, soll ich mal draußen jetzt gucken? Ich bin aufgeregt. Ja, gleich. Lass uns erstmal bezahlen eben hier. Okay. Bedanken. Sag nochmal danke, Noel. Vielen, vielen Dank, gell? Ey, vielen danke schön. Danke. Danke dir. So. Okay, dann lass mal los, ne? Let's go, Lukas. Wir sehen uns gleich draußen. Ja. So. So, Lukas. Jetzt darfst du das Tattoo das erste Mal sehen. Ich bin so aufgeregt, Digga. Ja. Und 3, 2, 1. Hä? Bro, was ist das denn? Hier ist ein neues Tattoo. Hä? Digga, richtig geil. Wie findest du? Ey, Bro, du hast gesagt Lamborghini. Ich guck mal, das hat... Digga, das... Och, Mann. Ja. Oh, jetzt musst du es weglasern. Ich bin so sauer auf dich, Junge. Haha. Gibt's doch gar nichts. Ja, Lukas, jetzt beruhig dich erstmal. Ich hab Lukas richtig Chops genommen. Der ist eine 10 von 10 sauer, sag ich euch. Der ist richtig am Auslassen gerade. So, Leute, wir sind jetzt hier beim Mediamarkt in Ludwigshafen. Kommt gerne mal vorbei. Genau. Und ich würde sagen... Ja, Mediamarkt auf die 1. Bisschen shoppen jetzt, ne, Marvin? Ja, Mediamarkt auf der 1. Genau. Mediamarkt auf der 1. Ja. Let's go, Lukas. Ich werde jetzt den Marvin richtig brainen. Let's go. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, ich werde den Lukas jetzt so hops nehmen. Guck mal, was macht der da ganz. Lukas, was machst du da? Was denn? Was machst du da? Ey, Bro, ich zocke hier gerade auf dem größten Bildschirm Stumbleguys. Schau mal, das ist sogar so krass, dass es hier schon zur Seite. Oh mein Gott, Bro. Digga. Ey, guck dir mal diese Map-Auswahl auch an. Boah, Bro, ist richtig fett, ey. Wisst ihr was, ich hab jetzt gar keinen Bock mehr. Ich schmeiß einmal einen Stecker raus. Der gibt ja Wochen zum Beispiel. So, Lukas, dann spiel mal schön weiter. Ich geh weiter, ne? Ja, bis gleich. Ciao. So, Leute. Jetzt reicht's mir her. Der ist hier am Spielen. Marvin! Was denn? Digga, Bildschirm aus! Ja, ich hab PC ausgemacht. Oh, ich hab Stecker gezogen. Ey, Digga, warum, Mann? Ich war gerade richtig gut. Haha, komm jetzt weitergehen, du Opa. Digga, Mann! Was soll das denn? Jetzt hör mal auf zu zocken, komm jetzt mit, Lukas. Ja, so. Digga. Aha. So, Leute. Marvin ist da und ich nehme jetzt einen Staubsauger. Leute. Und jetzt saug ich ihm erstmal ein bisschen die Hose, ne? Ja. Haha, Junge! Staubsauger. Ey, du hast da richtig viel Staub, Marvin! Wow. Du hast da richtig viel Staub! Hör mal auf, nimm das Ding jetzt weg hier! Lukas, hör ja. auf hier! So, Leute, jetzt ist dieser Turbosaugmodus aktiviert, wo man richtig was einsaugen kann. Ich würde sagen, let's go! Ja, geht's noch? Wow, Junge! Okay, Leute, let's go! So, Leute, Lukas kriegt das jetzt zurück, der kriegt jetzt einen Arschbohrer. Und Arschbohrer! Ey, hallo! Haha! Digga! Arschbohrer! Lass das mal weiter. Ja, okay, komm. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch lustig findet. So, Leute, jetzt habe ich eine richtig geile Idee. Und zwar werde ich jetzt erstmal Lukas seine Haare abrasieren. Guck mal da unten, die 70. 70? Ja. Lukas seine Haare ab. Zack! Ah! Haha! Ich habe seine Haare abrasiert. Haha! Zeig mal. Oh mein Gott, das ist ja alles weg, Leute. Guckt euch das an. Was soll das? Ich hab deine Haare abrasiert. Ah, Leute, jetzt riech ich so. Ich hab einfach die Haare abrasiert. So, Leute, Marvin guckt da gerade nach so Playstation-Sachen. Und ich nehme jetzt das hier. Und werf ihn einfach ab damit, Digga. Hey, Marvin! Geht's noch? Digga. Ey, warum hast du nicht gefangen, Junge? Wow. So, Leute. Marvin, interessierst du dich hier für die Pokémon-Karten, ne? Ja, ich will gucken, was die so geiles haben. Ja, ja. Nee, das ist... Boah, ich glaube, ich kaufe mir so eins. Boah, so ein geiles Pack, ne? Digga, für 70 Euro, Alter. Ja. Digga, das ist schon echt, das ballert, Alter. Ja. Boah, das ist, halt, das ist ja, krass. Ich glaube, ich nehme blau. Was meinst du? Ja, blau ist gut. Ja, lass es nämlich, kauf das jetzt. Ja, ja, ja. Okay. Let's go. So. Ey, Leute, ich werde einfach mal ein richtig Shops nehmen. Ich werde es einfach zerstören draußen, Digga. Und den Müll werfen. So ein Ding ist das. Damit der auch mal eine Lektion lernt. So, Lukas. Ich habe jetzt hier mein neues Pack und so, ne? Geil, Digga. Ey, ich habe richtig Bock. Ich packe es jetzt mal aus. Ja. Willst du auch mal sehen, oder was? Ja, geh mal kurz her. Ja, mal hier, kannst du kurz gucken, ne? Boah, Digga, das sieht schon echt fett aus, ne? Ja. So, Marvin. Was denn? Digga, was machst du? Bro!
Digga, ist mein Set! Krieg dein Pack nicht, so ein Ding ist da. Halt mal an jetzt! Alter, ich hab 70 Euro bezahlt, Mann! Lukas, ich hasse dich über alles, wirklich, jetzt halt an! Nein, schalt dich an, Junge! Ich ja, natürlich nicht, Alter! Weißt du was, das will ich wieder von dir! Ja. Ciao! So, Leute, ich bin jetzt einfach Marvin gefolgt, Bro. Der ist hier im Starjump in Mannheim in der Trampolinhalle. Und der meinte, der wollte ein geheimes Gamingzimmer bauen, Leute. Zwar, boah, Leute, schaut mal. Da hinten ist der. Der will hier irgendwie so ein Gamingzimmer bauen, habe ich, glaube, hat er mir mal auf jeden Fall gesagt vorhin. Und Leute, ich habe auf jeden Fall jetzt schon einen Prank erstmal so dabei, und zwar frittierte Vogelspinnen. Wir hatten ja schon mal einen in diesem Video, aber das ist nur ein Prank, das sind echt Gummibärchen. Aber bevor ich ihn damit pranke, werde ich sein geheimes Gamingzimmer zerstören, Digga. Leute, ich werde auf jeden Fall den Monitor kaputt machen. Ey, Marvin! Ey, was geht? Was baust du hier? Geiles Gamingzimmer? Ja, ich baue ein geiles Gamingzimmer. Gerade spiele ich eine Runde mit der Switch. Ah, geil. Und gleich verbindest du das hier mit dem Monitor, ne? Ja, ich will eben die Runde noch mit Ende machen, weißt du? Mit dem hier quasi, ne? Ja, genau, mit meinem. Ja, geil. Ganz vorsichtig, ich habe es gerade neu gekauft. Okay, bitte? Ja, ganz vorsichtig. Kann ich mir den mal kurz ein bisschen angucken, ne? Ja, warte, ich komme mit. Ach so, ja. Ja, Lukas, was denn? Yeah. Hat er gut überlebt, ne? Ja. Ja. Hallo, hä? So, vorsichtig, Mann! Ja, pass auf meinen Monitor auf! Digga, ich wollte doch noch gucken, ob der stabil ist, Marvin. Ja, ja. Alles gut. Ja. Komm mit. Ja, jetzt, warte mal. Jetzt lass du meinen Monitor rein. Ja, Bro, natürlich, Marvin. Ich spiel gerade übrigens, ich guck mal Mario Kart. Ja. Na ja, ich lass mal jetzt durch, ne? Ja. Oh nein, da ist mir die Treppe runtergefallen. Digga, du hilfst du sofort auf und komm jetzt. Digga, wenn du es ja nochmal einmal machst, ne? Rast du richtig aus. Ja. Ich mein, jetzt, ja, Bro, das ist mir aus der Hand geflutscht, weißt du? Ja. Oh Mann, ey. So, Marvin. Oh. Oh, was machst du da? Was denn? Boah, geh runter. Oh mein Gott, Marvin, du hast den Monitor kaputt gemacht, Digga. Was ist denn bei dir los? Riecht sauer diesmal, geht's doch, oder was? Stark mich doch nicht. Du hast mein Monitor kaputt gemacht, Mann, ich wollte ein Gamingzimmer machen. Achso, warte kurz. Digga, hast du einen Dachschaden, der Schrott. Bro, ey, Alter. Boah, guck mal, Marvin, Spider-App installiert, Junge. Ey, Leute, wir sind jetzt beim Fußballplatz. Ich habe hier noch heimlich Lukas in die PS5 geholt. Ey, ich werde die gleich so kaputt schießen, sag ich euch. Mit volle Pulle, der kriegt alles zurück. Marvin? Ja, alles gut. Ich habe meine eigene Playstation noch mitgebracht, weil ich wollte heute Abend noch eine Zockerrunde vielleicht ein bisschen bei dir machen, weißt du? Achso. Kann ich gleich bei dir pennen heute? Ist das nicht meine? Nein, wir haben doch die gleiche, Mensch. Ach so, ja, okay. Oh, Gott sei Dank, hat's nicht gemerkt. Ich habe jetzt Lukas eine nagelneue Playstation hier platziert. Die ganz neue. Ey, die ist so fett. Und wenn er gleich kommt, ich baller die so doll ab, wie ich kann. Ich sag euch ehrlich, die wird voll im Arsch sein. Ja, die ist Torwart, weil du noch schlechter bist. Komm jetzt rein. Ja, Digga. Willst du nicht kaputt machen? Nein, Mann, die steht einfach nur so, weißt du, weil du triffst ja nicht mal das leere Tor. Deswegen sagst du, stell sie einfach hin. Boah, die wird voll explodieren. Ja? Bro. Halt mal kurz. Ich zeig dir mal kurz, wie ich mir kurz schießen, okay? Hey, Bro, wieso schießt du auf deine eigene PS5, Mann? Ja. Ich will nur mal, ich mach nur so einen lockeren Schuss. Guck mal, ich mach nur so, weißt du, so. Du bist so Lattending, weißt du? Ach so, ja. Ja, komm, mal Latten schießen, okay? Okay. Okay, Lukas. Ich schieße das erste Mal, ne? Einfach nur auf Latte. Ja. Hey, Bro! Alter, Bro! Was ist das denn? Alter, die ist komplett Schrott. Ey, Marvin, warum hast du deine Playstation kaputt gemacht? Ey, soll ich dir was sagen? Was denn? Warte, ich stell noch einmal kurz so hin. Die ist nicht kaputt, sieht nur so, boah, das ist nur ein Dummy, weißt du doch. Ach so, nur ein Dummy? Ja. Ach so, hast du mir Shops genommen oder was hier? Ah, versteh schon. Warte, schau. Bro, was soll das denn, ey? Hey, soll ich was sagen, Lukas? Was denn? Diese Playstation, ne? Hallo! Chill mal jetzt, hallo! Das ist deine. Jetzt. Was? Ja. Ey, das ist nicht meine, Junge! Doch, schau mal, guck mal. Ey! Siehst du, guck. Bro, ey, jetzt geht das zu weit hier. Jetzt geht das hier eindeutig zu weit. Hä, hey, wieso? Was? Digga, wie meine? Hier ist deine. Ich hab die auch extra bei mir gesichert. Ja, ich war, ich hab die geholt. Ey, Mann, Junge! Du übertreibst komplett, ja, weißt du das eigentlich? Hallo, jetzt leg die mal hin, die ist schon kaputt. Bro, du hast komplett übertrieben. Was ist los mit dir? Ja, nee, das war dafür, dass du mich geprankt hast die ganze Zeit. Ey, Leute, lass ein Like da, wenn Marvin Unehrenmann ist. Digga, was soll das denn, Mann? Ja, die Schrott, komm, wir gehen jetzt weiter. So, Leute, schaut mal, ich habe jetzt hier diesen Zauberstab jetzt noch am Start. Und der macht so Feuerdinger. Und ich werde Marvin damit jetzt richtig erschrecken, Digga. Weil der schießt, wie gesagt, richtig krass Feuer. Jo, Marvin, was geht? Nix bei dir. Warst du auch hier gerade bei Penny? Ja. Marvin? Ich habe hier gerade so einen neuen Zauberstab, weißt du? Ja, was ist das? Ich wollte dir mal kurz zeigen, ne?
Alter, was ist das denn? Boah, das ist ja richtig, ich bin voll erschreckt, ey. Digga, der war krass, ne? Ja, wo hast du den denn her? Soll ich dir mal zeigen? Nee, lass mal, hier, ich hab Angst davor. Ja, doch, komm, einmal geht doch, Marvin. Okay. So, Marvin, zeig mal. Du wolltest noch einmal sehen, ne? Ja, zeig mal. So, Leute. Oh. Oh, wow. Das ist ja richtig krass, Digga, der ist abgegangen, ne? Geisteskrank. Bro. Ja, lass mal weiter. Hey Leute, ich habe hier die goldene Prime. Lukas ist die allerletzte. Ja? Und die werde ich jetzt gleich verbrennen. Ich habe die gerade aus dem Auto geklaut, als er nicht da war. Ich gehe jetzt erstmal Grillanzünder holen. Ich nehme die richtig hops, Digga. So Leute, ich nehme jetzt hier den Grillanzünder noch mit, das Zeug. Jetzt mache ich gleich auf die Prime drauf. Dann werde ich das damit anzünden. Digga, er wird richtig ausrasten. Jetzt brauche ich noch ein Feuerzeug, Leute. Let's go. Hey Marvin. Bro, was machst du da? Deine Prime brennt. Ey Bro, das ist meine goldene Prime! Prime, bist du verrückt, Mann? Deine Prime, ey! Alter, deine Prime hat gebrannt. Guck mal, oh mein Digga. Gott, schau mal, wie verbrannt die da ist. Bro, du kannst doch nicht meine Prime verbrennen, Digga. Das ist meine goldene, die kostet 500. Digga, weißt du was? Nimm mal. Was denn? Digga, bist du verrückt, Mann? Die ist jetzt weg. Oh mein Gott, Leute, Marvin fährt jetzt weg. Pommes, der fährt jetzt weg. Ciao, ciao.